Es müsste sich ändern, dass in diesen Kliniken mehr beaufsichtigt wird, dass mehr Geld auch da ist, aber es liegt nicht allein am Geld, dass die Ausbildung auch besser ist und dass es auch Ärzte gibt, die Zeit haben für ihre Patienten. Ärztinnen und Ärzte, die so überfordert sind, dass sie eigentlich selbst behandlungsbedürftig werden. Und wer das auf Dauer macht, der schadet seiner eigenen Gesundheit. Also die in diesem System arbeiten, sind die Leidtragenden und brauchen dringend, 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 muss unsere Gesellschaft sich da was einfallen lassen. Auch die Kliniken müssen neu ausgestattet werden. Es muss einerseits größere Kliniken geben, wo auch gewährleistet ist, dass alle medizinischen Erfordernisse vorhanden sind. Und dann müssen die kleinen Kliniken entlastet werden oder notfalls sogar geschlossen werden, weil das können die nicht leisten, was ihnen da abverlangt wird.